Jetzt stell dir mal vor, es gäbe den Tod gar nicht. Den gab es gar nicht. Also diese extreme Angst vorm Altwerden oder dass uns Zeit davorläuft oder dass wir was versammeln könnten, die ist gar nicht da. Die ist unbegründet, weil es einen Tod gar nicht gibt. Und wir sterben nur deshalb, damit wir diese Angst vom Tod einfach sichtbar aufrechterhalten, weil wir haben ja sonst nichts, an was wir glauben können, und der Tod ist gewiss. Das ist doch eine interessante Perspektive. Was würdest du tun, was würde ich tun, wenn wir uns hundertprozentig sicher sein könnten, dass wir gar nicht zu sterben brauchen, weil wir gar nicht sterben müssen? Würden wir krank werden? Würden wir anderen wehtun oder uns selber verletzen? Würden wir überhaupt was tun? Würden wir irgendwas vermeiden, was uns vermeintlich schaden könnte? Es kann uns nichts mehr schaden, wir können nicht mehr sterben. Interessante Perspektive. Der Tod des Todes. Geile Idee.